kommt es. Und da wird es bombardiert. Weil wenn dann der Mountain of Smiling Buddies ausbricht, können wir den sofort, ich kann mich daran nicht erinnern. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, letztes Mal haben wir ja versucht, die Abnormalities zu unterdrücken, beziehungsweise ein paar Mal erstmal den Big Bird. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Und dann sind wir übergeschwenkt, naja, zu... erstmal zu The Body, The Mountain of Smiling Bodies, was besser funktioniert hat, aber leider nicht gezählt hat. Und dann haben wir versucht, ihn zu suppressen und das war eine absolute Katastrophe. Ja, das heißt, wir sind jetzt wieder zurück zum anfänglichen Plan, nämlich fünfmal unser gutes Big Bird hier zu unterdrücken und wir schauen mal, wie das läuft und ich hoffe, dass wir es dieses Mal besser hinbekommen und auch ein bisschen schneller. Also beginnen Management. Wir konzentrieren uns einzig und allein auf Big Bird, die anderen sind völlig egal. Das heißt, wir suchen uns jetzt erstmal ganz viele Leute zusammen, die hier oben Schicht schieben können. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal. Das sind auf jeden Fall alle natürlich mit den Hauptwaffen. Einer sollte in jedem Department bleiben, falls irgendwelche Abnormalities in Meltdown gehen. Aber die anderen können eigentlich alle da hoch. Zumindest alle, die genug Leben haben. Denn wie wir es letzte Mal auch gemacht haben, die mit wenig Leben gehen hier unten hin und lenken praktisch das Big Bird ab. Beziehungsweise die werden dann halt durch seine Fähigkeit getriggert. Und ja, alle anderen geben sich auf Position zu Big Bird. Und wir können an sich ansonsten auch schon mal Gregoria da mit einer Repression, war das glaube ich, reinschicken, ne? Repression ist das, was am schlimmsten ist, ja. Viel Spaß, Gregoria. Oder Georgia, wie auch immer. Ich spreche den Namen, glaube ich, immer falsch aus. Das haben alle ihre Positionen eingenommen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass Georgia den Clifford Counter ein bisschen runtertreibt. Mika hier schön bei dem Zug bleibt. Und ja, ansonsten müssen wir nur gucken, dass wir drei Leute erschießen, weil... Und das machen wir am besten auch mal hier aus dem Dings-Team. Weil die natürlich ein bisschen im Weg stehen. Beziehungsweise sie stehen nicht im Weg, aber sie könnten eventuell vom Big Bird getriggert werden. Und wenn die durch was anderes als durch Execution Bullets sterben, regt das eventuell den Mountain of Smiling Buddies auf. Was wir ja festgestellt haben, auch kein Problem ist, solange wir darauf vorbereitet sind. Aber naja. So müssen wir uns gar nicht drauf vorbereiten, was ja natürlich auch ein Vorteil ist. So, Big Bird die erste. Schauen wir mal, was das gibt. Leute, greift es alle an. Wer wird gerufen? Ist das... Das ist Brooke. Okay. Brooke, geh hier rüber. Ihr bleibt alle schön auf Big Bird drauf. Am liebsten wäre es mir, wenn es nicht mal irgendwie den unteren Raum erreicht, aber ich glaube, das sind Wunschvorstellungen. Naja. Ja, es hat ganz gut funktioniert. Okay, Brooke, du kannst wieder zurück. Ja, und das Ganze müssen wir jetzt noch viermal abziehen. Der Vorteil ist, wir können es noch ein zweites Mal machen vor dem ersten Meltdown. Und danach, ja, müssen wir erstmal gucken. Kommen ja erstmal nur zwei Leute in den Meltdown. So, Big Bird die zweite. Ich sag ja, es ist eine sehr knapp beschnittene Folge dieses Mal, weil es passiert halt einfach nicht viel, außer dass wir die ganze Zeit dieses Big Bird bekämpfen. Und ich darauf achten muss, dass der Zug nicht entkommt, aber ansonsten... Ja. Go, go, Leute, macht nochmal so eine gute Arbeit wie zuvor. Da wird schon wieder Brooke gerufen. Du gehst einmal kurz in ein anderes Abteil. Und ihr macht es einfach fertig. Optimal. Ich weiß gar nicht, woher die Schaden bekommen, weil Big Bird greift, glaube ich, eigentlich gar nicht an. Aber naja. Also es sei denn, er steht unter dem Zwang da. Jetzt ist Punishing Bird ausgebrochen, aber das ist, wie es ist. Und jetzt werden wir gleich auch zu einem Meltdown kommen, aber... Alter, dieses Punishing Bird. Beruhig dich mal da unten. Das mag wahrscheinlich nicht, was wir mit seinem großen Bruder hier machen, aber... Naja. Interessanterweise geht der Cleaveth Overload und nicht über 32%. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grund, außer dem, den wir jetzt gerade hier haben, den mal so niedrig haben sollte, aber... Vielleicht ist es ja auch noch eine Quest. Bringe den Cleaveth Overload von einer Abnormalität auf über 30%. Ja, Georgia,
dann geh nochmal da rein. Und wir gucken, was in Meltdown geht. Wir haben einmal Letizia. Da kann sich Asuka drum kümmern. Und wir haben, was ist die zweite? Das Kreuz. Da kann sich Olive, naja, komm, 20 Sekunden müsstest du da drin aushalten. Obwohl, wir haben auch noch Justin. Der ist aus irgendeinem Grund auch hier unten. Der könnte, ja, wobei, der macht eh nicht so viel Schaden. Ja, Justin, dann geh du doch einfach mal da rein. So, das dürfte eigentlich schon genug gewesen sein. Kannst da wieder rauskommen. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir wieder erstmal drei Leute erschießen, damit wir das auf jeden Fall nicht vergessen. Hier haben wir schon mal zwei und hier ist noch ein dritter. Und dann dünnt sich so langsam das Safety-Team auch ein wenig aus. So, Big Bird, die dritte, folgt auch schon direkt. Macht bitte weiterhin so einen guten Job, ja? Das wäre sehr schön. Dann sind wir hiermit nämlich auch sehr schnell durch. Und da kommt es. Und da wird es bombardiert. Da wird Brooke wieder verzaubert. Du kannst aber hier rüber gehen. Und da ist es auch schon weg. Ja. So einfach kann es gehen, ne? Big Bird, die vierte. Aber das passiert hier, glaube ich, eh nicht. Das wird jetzt die ganze Zeit so laufen. Wir sollten nur vielleicht Brooke wieder hier rüber schicken. Dass sie ja dann auch bereit ist, verzaubert zu werden. Dann wird ein bisschen umgeballert. Es wird sogar jetzt ein Angestellter, ein Clerk, verzaubert, und aber Big Bird macht trotzdem nicht viel. Der kippt um, bevor da irgendwas passiert. So, und jetzt brauchen wir nur noch einen, ja, einen Big Bird. Warum haben wir eigentlich einen Cleave-Off-Counter von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passt das? Ja doch, wir hatten Big Bird, glaube ich, zweimal bedient gerade noch, ne? Bevor es ein drittes Mal ausgebrochen ist. Ja, doch, dann passt das. Naja, einmal noch, das sollten wir vor Dawn hoffentlich schaffen. Das werde ich gleich genauer sehen. Ich weiß nicht genau, wie viele Balken wir haben. Vielleicht haben wir auch genau 12. Dann müssen wir uns erstmal um Dawn kümmern. Ja, also wir schaffen es, Big Bird genau vor Dawn ausbrechen zu lassen, was perfekt ist, weil dann können nämlich alle danach zurück in ihre Zentren und sich danach um Dawn kümmern. Das erleichtert mir auch ein wenig die Arbeit. So, Big Bird, letztes Mal. Zeig mal, was du hast. Wahrscheinlich nicht viel, wie vorher auch. Viel Erfolg. Wird Brooke wieder bezaubert. Aber ich brauche da gar nichts machen. Big Bird ist so schnell down. Die sind jetzt so darauf gefeilt, den zu töten. Das ist optimal. Dann können jetzt alle zurück in ihre Departments. Und dann können wir uns um Dawn kümmern und mal anfangen, jetzt ein paar Punkte zu sammeln. Und jetzt gilt es wie immer, einfach nur darauf achten, dass der Zug nicht ausbricht und einfach nur, dass wir genug Energie sammeln. Dann ist alles gut. Mika, du kannst übrigens da bleiben. Ich weiß, ich habe dir auch gesagt, dass du zurück kannst, aber naja, das ist dann leider doch nicht so ganz der Fall. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, schicken wir mal hier jemanden mit Instinct rein. Marinelle, die ist ja dafür da. Und dann kommt The Dawn. Und wir schauen mal, was hier so abgeht. Hier unten ist eins. Ach nicht, ja, es ist Dawn, es ist Daubt. Ist ja beides das gleiche in diesem Fall. Mika, du kannst dich auch um deins da kümmern, aber du kannst auch ruhig ein bisschen aktiv dich daran beteiligen. Also, die anderen können sich aktiv daran beteiligen, meine ich eher. Ich glaube, es sollte eigentlich keiner Probleme mit Daubt haben. Die können sich alle drum kümmern und alle sollten stark genug sein, das irgendwie auszuhalten. Die sind ja alle mindestens Level 3 in Prudence und Fortitude. Na, hier oben rennt noch eins rum. Und hier unten beim Disciplinary Team, ihr schnappt euch euers auch. Und dann sollten wir, glaube ich, alle haben, oder? Ne, hier unten ist noch eins. Schnappt euch das einfach. Da sind auf jeden Fall ein paar gestorben. Ich weiß nur leider nicht, wie viele genau, aber naja. Hat sich schon mal erledigt mit Daubt. Und jetzt können wir mal endlich anfangen, ein paar Leute hier bezaubern. Ha. Wir schießen einfach mal zwei ein, haben wir ja sterben sehen. Ne, wir können jetzt Punkte sammeln. So, wir wissen bei dem Ding hier Instinct. Das hat bisher, glaube ich, immer Anthony gemacht. Wir wissen hier auch Instinct. Das kann Marinelle, damit sie levelt. Und wir wissen hier, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, Instinct, also alles außer Attachment.
Dann machen wir doch noch einmal Instinct von Julian und wir schauen mal, was das bringt. Und ansonsten müssen wir die Leute ja auch nur noch leveln, so wie immer. Und das können wir eigentlich auch mal angehen. Schicken die einfach in ihre respektiven Dinger hinein und levelt, levelt, levelt. So, der nächste Meltdown. Und wir haben das schöne Magical Girl hier. Das kann Olive direkt übernehmen. Wir haben hier unten jemanden, wo wir Repression ausführen müssen. Das kann... Ich weiß gar nicht, ich glaube... Ja doch, Repression Level 3 und alles andere ist ja auch in Ordnung, ne? Dann kann Nox das übernehmen, dann kann er da auch noch ein bisschen leveln. Wir haben hier oben unser schönes Ding. Was braucht man da nochmal? Instinct? Ja, Instinct oder Repression auch. Machen wir einfach Instinct von Michaela. Wir haben den King of Greed, das gefällt mir nicht so sehr, aber wir kriegen es hoffentlich hin. Auch mit einem Instinct. Und Paulinus. Und wir haben natürlich das Ding hier unten. Wo wir, glaube ich, Repression machen müssen, ne? Ja, Repression. Von Gregory. Und wir haben einen Teddybären. Das könnte mal einer aus dem Control-Team machen. Das war, glaube ich, Attachment, ne? Ja. Nicht aus dem Control-Team, aus dem Wrecker-Team, weil die haben das auf jeden Fall noch nicht gemacht und das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Zum Beispiel Julian, der kann es auch noch ein bisschen leveln. Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist jetzt King of Greed. Aber wir schauen mal, wie es da so läuft. Und das sieht ja auch ganz in Ordnung aus. Jep, jep. Gar kein Problem. Hier unten wiederum haben wir leider ein gutes Ergebnis, aber das ist erstmal noch kein Problem. Also ich hoffe nur, dass das nicht nochmal in Meltdown geht. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings sehr hoch. Wir können bei Yin wieder die Escape Informations anlocken und dadurch die Rate hier ein bisschen hochtreiben. Ich weiß allerdings nicht, ist das nur eigentlich bei einem schlechten Ergebnis, wo der Cleavers Counter sinkt? Ja, ja gut, dann können wir hier auch ruhig noch ein paar Punkte sammeln für die Ausrüstung. Ansonsten sollten wir uns wahrscheinlich schon mal auf einen... Ja... Meltdown vorbereiten. Warum ist Ruby eigentlich Level 1 in Dings hier, Boomstar, in Justice? War das irgendwie auch eine Voraussetzung für die Maschine hier oder hat die irgendwie gedelevelt? I don't know. Also ja, wie dem auch sei, ich würde auf jeden Fall gerne möglichst schnell fertig werden, einfach aus dem Grund, weil ansonsten eventuell das Silent Orchestra ausbricht. Das kann zu Problemen führen. Muss nicht. Aber ich will diese Wahrscheinlichkeit auch gar nicht eingehen. Hätte ich eigentlich schon 3 Leute erschossen? Ich glaube nicht, ne? Dann sollten wir das vielleicht nochmal schnell angehen. Einfach mal ein paar hier aus dem Central Command Team, weil wenn die alle sterben, wird Mountain of Smiling Buddies ausbrechen. Das wollen wir vermeiden. Also, wenn das Orchestra ausbrechen sollte. Wir nehmen einfach sehr viele Vorsichtsmaßnahmen hin. Ich weiß halt nicht, wie hoch die Range vom Silent Orchestra ist. Wenn das nicht bis ganz hier hinten reicht... Sollten wir eigentlich alle Leute hier versammeln, sollte es in Meltdown gehen. Weil wenn dann der Mountain of Smiling Buddies ausbricht, können wir den sofort, ja. Müssen wir mal schauen. Nox kann noch eine Repression beim Blue Star ausführen und dann kommen wir auch schon zum nächsten Meltdown mit 8 Abnormalities. Und, naja, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit bei, wie viel haben wir denn hier? Es ist zum Glück nicht in Meltdown geraten. Ah, dafür der Blue Star. Was uns jetzt aber gerade auch nicht stört. Letizia, da kann Asuka wieder hin. Der Teddybär. Okay. Dia, du gehst mal oben zur Spieluhr und danach zum Teddybären. Dann haben wir das... Diese komische Drachenfrucht, oh je. Ja, das nimmt mal irgendwer, bei dem ich nicht ganz so eine große Angst habe, dass er explodiert. Zum Beispiel Ara. Ich hoffe, du schaffst es dahin. Wenn nicht, ist auch egal. Schadenfreude ist kein Problem. Machen wir einfach eine Repression. Das ist eigentlich auch egal, wer. Dann haben wir schon mal 1, 2, 3. Ja gut, hier können wir ja nicht. Aber 4, 5, 6, 7. Und hier unten Yin. Da können wir dann Julian reinschicken. Denke ich mal. Oder Anthony. Vielleicht lieber Anthony. Ja, und Dia geht auch noch gleich zum Teddybären. Die brauchen ja nur einmal kurz die Spieluhr benutzen und danach
kannst du auch schon aufhören und zum Teddybären gehen. Und dann kommen gleich die Sweepers und da muss ich wieder ein bisschen drauf aufpassen. Ja, sie dürfte es sogar noch schaffen. Prost. Ich hoffe, du explodierst nicht. Ja? Teddybär? Attachment? Na super. Wenn man mal will, dass die Leute was für einen machen. Ich weiß nicht, warum das wieder abgebrochen worden ist, aber naja. Ich weiß auch nicht, warum jetzt immer die Sweepers kommen, aber vielleicht kommen die nach einer Zeit, also vielleicht kann da einfach nichts anderes kommen. Was auf der einen Seite ja auch Sinn ergibt, einfach aus dem Grund, dass wenn jetzt Lila nun kommen würde, wären wir halt voll am Arsch. Und andererseits vielleicht auch, um es einfach ein bisschen schwieriger zu gestalten, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen doof. Aus ersichtlichen Gründen, weil es dann nämlich schwieriger ist. Ich glaube, wir müssen auch wieder drei Leute erschießen. Und wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf Central Command Team. Ich darf das nicht vergessen. Bei den Sweepern habe ich wahrscheinlich kein Problem, weil wahrscheinlich genug Employees sterben, aber ja. Dann kommt Punishing Bird jetzt auch noch raus. Es ist klasse. So, wir müssen noch eine Person irgendwo hinschicken. Und ich würde sagen, schicken wir doch einfach mal mit dem Instinkt jemanden zum Mörder und dann lasst halt die Sweeper spawnen. Und dann müssen wir ein bisschen auf die Leute aufpassen. So, da sind sie schon mal hier oben. Safety Team schnappt sie euch. Wo haben wir noch welche? Also ich sehe ja hier beim Information Team, aber die möchte ich erstmal ignorieren. Wir haben hier welche. Ich weiß nicht, ob die das alleine schafft. Aber wir können hier einfach mal ein schwarzes Schutzschild geben und auf das Beste hoffen. Weil die ist eigentlich sehr tanky. Und das Control Team hat auch welche. Ja. Ich würde dann sagen, hier kümmert sich das. Ja, das Training Team ist auch kacke. Die sind hier alle sehr low unten. Aber macht ihr das einfach mal zusammen mit dem Information Team. Und ich passe auf euch ein bisschen auf. Wir machen es auch mal langsam. Dann ist das vielleicht auch nicht so ein Problem. Du kriegst sofort ein. Ah, nicht sofort. Jetzt eher. Wenn alle da sind. Hier oben kriegt Charlotte anscheinend ein schwarzes Schutzschild. Bei dir sieht es eigentlich ganz gut aus, vor allem weil die anderen Employees tanken. Hab ich auch keine übersehen, das ist so die andere Sache, aber ich glaube nicht nur die oben beim Control Team, die ich erstmal noch ignoriere. Und dann können wir hier mal beim Training Team ein bisschen gucken. Wie geht's denen denn so? Noch ganz gut. Immer noch? Ja, immer noch. Wie sieht's hier drüben aus beim Safety Team? Euch geht's auch noch ganz gut. Wie sieht's bei dir aus? Dir ist fertig. Dir ist einfach fertig. Und ansonsten, das ist das. Okay, das ist das Punishing Bird, was über Daubt schwebt. Ich war gerade einen Moment verwirrt. Grazia kriegt jetzt ein bisschen was ab, aber das war es auch. Ein Dusk kommt direkt danach. Rotes Dusk, das war kein Problem. Aber was war das nochmal? Ich hab's vergessen. So, dann hier Safety Team. Euch scheint's auch ganz gut zu gehen. Charlotte bekommt vielleicht nochmal so ein Schutzschild. Aber das war's auch. Oh Gott, und Control Team. Safety Team. Mal ganz schnell da hoch. Training Team auch. Ihr braucht Unterstützung da oben. Und ihr kriegt ein Schutzschild. Und auch eine HP-Bullet. Und dann passe ich auf, dass hier oben keiner stirbt. Da ist schon mal ein Schutzschild kaputt gegangen, aber es ist auch einer umgekippt und da ist Verstärkung. Wunderschön. Ja, gut. Das war schön. Und jetzt können wir theoretisch weiter leveln. Ich weiß gar nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, es sind mindestens drei Leute gestorben, oder?
Ja, I don't know. Diesen Nummer zwei Execution Bullets. Einer wird auf jeden Fall gestorben sein. Gibt das Punishing Bird denn hin? Will anscheinend zu dir oder ins Record Team, eins von beiden. Es war nochmal rotes Dusk. Ich hab's echt vergessen, aber ich meine, es wäre nicht so schwierig gewesen. Ist halt nur ein bisschen problematisch, wenn ich nicht weiß, worauf ich mich gerade einstellen muss. Weiß jetzt halt dann auch nicht, ob ich es riskieren sollte, mich mit Dusk anzulegen, wenn ich überhaupt nicht weiß, worauf ich mich einlasse. Nein, wir hätten es schon mal gehabt, aber ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Ich meine, theoretisch müssen wir es ja auch nicht machen, weil wir auf jeden Fall vorher die Energie zusammenbekommen. Aber ja, es wäre halt eigentlich schön, noch ein bisschen zu leveln. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es riskieren möchte. Wobei, ich rede gerade davon, dass wir die Energie zusammenbekommen und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir die Energie zusammenbekommen. Das wäre nämlich gerade sehr knapp. Vor allem, der Mörder hatte ein schlechtes Ergebnis. Habe ich hier was Falsches ausgewählt? Ne, Instinct Break. Warum war das denn so schlecht? Brook, was hast du getan? Safety Team? Kümmert euch mal drum. Das hatten wir schon lange nicht mehr, dass der Mörder ausgebrochen ist. Aber gut, wir haben ihn bisher auch nicht lange bedient. Es war noch Zeit, wo wir den Mörder immer haben ausbrechen lassen. Gut, wir brauchen 28 Punkte, ehrlich gesagt. Und, können wir eigentlich nur hier oben erreichen. Im schönen Instinct von Michaela. Michaela, ich glaube an dich. Ja, das sieht aber schon nicht gut aus hier oben. Das werden wohl keine 28 Punkte. Und so ein schlechtes Ergebnis hat Mika lange nicht erzielt. Ja gut, dann wir brauchen noch 7 Punkte. Würde ich mal sagen, wir schinken... Wie lange braucht... 31 Sekunden braucht Marinelle. Ja, Marinelle, geh einfach mal hier rein. Und wir schauen einfach mal, was das ist. Vielleicht der Elan für uns, ja. The Struggle at the Climax. Ich kann mich daran nicht erinnern. Das sieht hier nichts aus wie etwas, was ich kenne. Ist das nur eine? Ne, hier oben ist auch noch eine. Ja gut, das ist natürlich jetzt auch ein Problem. Haben wir noch mehr? Nur zwei Stück? Ich sehe zumindest keine weiteren. Also ich würde so sagen, das Control-Team zieht sich auf jeden Fall mal zurück zum Central Command-Team. Wobei, vielleicht lieber erstmal hier zum Training-Team. Weil ansonsten laufen die vielleicht in das Vieh rein. Es rollt hinterher. Hier unten scheint es auf das Disciplinary-Team zuzurollen. Central Command-Team, wir fordern Unterstützung an. Was kann ich lesen, was das für einen Schaden macht? Rot. Okay, das sollte hoffentlich kein Problem sein. Ja, Mika, du bleibst mal bitte bei deinem Zug, ja? Es rollt einfach hinterher, oh Gott. Schutzschilder? Das ist mega schnell. Vielleicht umdreht, Leute? Okay, es rollt weiter. Ich weiß nicht, wo es hin will, aber es ist sehr schnell... Rollt wieder weg. Disciplinary Team unterstützt mal hier. Andere macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Und vor allen Dingen, weil jetzt auch hier Dings im Meltdown ist. Wie lange brauchst du denn da unten noch? Du bist gleich fertig, okay. Ist irgendwer gestorben? Warum haben wir einen Alert? Ist doch noch gar nichts passiert, oder? Sind noch alle am Leben. Ihr kriegt auf jeden Fall mal rote Schutzschilde. Ach, der Mountain haut ab. Ja. Das Ding geht relativ... Oh Gott, das macht so viel Schaden. Es ist gerade noch niemand gestorben, oder? Sieht nicht danach aus. Ich krieg zwar keine Lob-Points, aber ehrlich gesagt, ich habe eh so viele, dass es mir egal ist. Proceed to next day. Weil so schließen wir meine Quests ab. Damit können wir uns wann anders beschäftigen, wenn nicht dann auch noch irgendwelche Viecher ausbrechen. Ich meine, es ist, glaube ich, schwer, das zu verhindern, weil das Ding einfach bald durchrollt, aber... Wir werden unser Bestes versuchen, aber nicht gerade jetzt. Warum haben wir hier nur eine Abnormality? Das macht mir irgendwie Sorgen. However, the world is more...
than simply warmth and light. Okay. Shortly after I was born, I questioned myself daily about the significance and the meaning of creation, of my creation. Then you handed me the script and gave me the answer. They say the narrator plays an important role in unraveling the plot. Well, thank you. It was so much fun reciting your script. So much so that I was able to find my raison d'être without noticing the time fly by. Ich kann nicht so gut Französisch, sorry. Sometimes I have these thoughts. What if the script is part of a play that's missing its finale? Maybe you prepared a play that could never end, just so that you could tie me into this knot. If so, would it be appropriate for me to disobey your orders and obtain my own free will for the first time? Do you think this dialogue was part of the script, or was it born of my own free will? Kibura will be back soon. Manager, if it's alright with you, could you pass my words along? Kibura, she's strangely obsessed with suppression, wouldn't you say? Any casualty to employees during the suppression process, she entirely disregards it. Lady Angela is perfectly aware, but she's conveniently turns a blind eye to it. Kibura's great at handling the abnormalities when they breach. It's as if she was born for this job. So I suppose a few extra dead employees is considered a reasonable trade-off. But you see, as a manager, you should know that massacring abnormalities is not our only priority. Well, I don't know if Kibura will listen to you, but I'd really appreciate it if you could give it a go. I suggest leaving. What nonsense did he ramble on about this time? Be honest with me, I can see everything. Let me warn you. Don't act as if you know everything. I've been here for a long time. I've seen much more than you have. Ganz ruhig. Experiment subject 0934 will be running a simple test before we administer the chemicals. Sie hat noch keine Narbe und sie sieht generell ein bisschen gesünder aus. Ah, Kibura, the machine with a soul. A wonderful creation of Lobotomy Corporation. Also sie war eine Maschine von Anfang an. What does it mean to have a soul? It means one may have truly have worth. It's the center of the faith of our venerable Lord A believes in. I participated in this experiment because I trust him. I don't know if I have a soul. If I'm dissembled, will there be a soul inside me? Well, it can be easily determined just by talking with you. A soul cannot be seen, but it can be felt. I will be reborn as I confront my own soul. Mankind and the world will be changed soon. Trust in A, for he is our savior who shall lead us all. So you're Miss Kibura. I heard a lot about you from Christopher. They say you have a real soul. Our venerable A really is remarkable. Don't pay attention to those who disrespect you. They do not know the true worth. Oh, meet Jilly, our daughter. She's kind and sweet, just like you. Does this child also have a soul then? Of course. A soul is something every living creature has. It's the essence of us all, yet not known to many. This world only believes in things that can be seen with the eye. It's a sad belief that will eventually lead everyone to destruction. Vielleicht though, oder genau das Gegenteil. Miss Angela, is that a monster? That is what we call an abnormality, Kibura. How is it different from monsters? Monsters are in themselves repulsive, terrible creatures at the core and start of their existence. However, abnormalities originate from humans. Then why does that abnormality have Mr. Christopher's watch, and why does it make sounds as if it were mimicking Mr. Christopher's voice? You see, Kibura, that's because abnormalities originate from them. It's not like they materialize all of a sudden or come into existence from nowhere. Do abnormalities eat humans?
Is it mimicking Mr. Christopher like that because it devoured him? I don't understand. Ich glaube, es ist Mr. Christopher. That is a complicated thing to explain, Gebura. What's certain is that this did not happen because of someone's vice or malice, and that the shape you perceive as a monster certainly carries the will of the man you called Christopher. Excuse me, Tifereth. Why does the experiment log include a step where Mrs. Isabel is sent to chamber D101? Why should we place her anywhere near that horrific monster? I don't know, Gebura. You know she isn't known for explaining the purpose of every experiment to us. I think I heard that it's to rigorously determine the loss of humanity, but I don't get what it really means. Definitely going to end up hurting Mrs. Isabel. I should tell Miss Angela to stop it. Gebura, maybe you should just keep quiet about it. I've seen other machines questioning her orders, and Miss Angela would reset us if we disobeyed her. Please, if you are feeling anger, I suggest that you rather embrace that anger and move on. Wouldn't that be better than to lose your memory and exist as a lifeless puppet, being ashamed to the soul you got to bear? Ja, sehr viel Story. What do you think the ending to that story is? Where did Christopher's wife and his daughter Jilly disappear to? I won't ever know either. Hard to say if it's fortunate or unfortunate, but the experiment was not under my responsibility. All I know is that old blanket Jilly had was the only thing to come out of the monster's chamber. Most people wouldn't even talk to us, since machines weren't worth putting their minds to. But Christopher and Isabel, they told me I was worthy of something. They looked past my exterior and saw what was inside of me, something I wasn't even aware of. Those monsters, we are obligated to call abnormalities, have killed many people since then, and yet those things never die. It's not fair. Why do we have to treat them nicely? Don't pay any heed to the employees in front of you. When an abnormality shows up, their lives will be the least of your worries. Since it's clear that those monsters feel pain, I'll dish out as much pain as possible. That's the only reason why I'm standing here. Don't ever patronize me again. Goal: suppress 3 different LF abnormalities. Since you've completed everything else so far, I assume you know what comes next. LF are the most dangerous and hateful things here. Give or take, monsters are still monsters, the creatures we have to get rid of. Ja, so, das wird ein bisschen problematisch. Die eine ist ja kein Problem, aber, also Mount of Smiling Bodies kriege ich hin. Andere, The idea that I'm sitting at the bottom, oblivious to what is happening up there. It is an idea you might think of as true. However, it is the truth you who is unknowing. Pain, agony, regret, and the shadows of the past that would never release their grip on you. They've spent quite a number of days with you, but it is nothing compared to our time together. In the end, they never got to know you to the fullest. Those who could not accept their fate seem to have directed their anger towards you. Such as that one man, he who gradually broke himself whenever he was ordered to redact information. The unnecessary leakage of emotion is unfavorable. There is something I need to show you, so you can understand. There once was an employee named Anya. She lived with her parents and her little sister. She eagerly wanted to study, but her family financial state wouldn't allow her. Still, she tried to join one of the wings. However, she just wasn't good enough for them. Poor Anya was struggling to figure out what to do next. She considered ending it all as a last resort. That was until she received a letter from a wing. Dear Miss Anastasia, a letter that had simply yet a magical line penned to it. You are qualified to join Lobotomy Corporation. Awestruck, Anya read through the letter over and over again. It didn't seem like anyone was pulling a prank on her, nor that it was a mistake on the male courier's part.
For a brief moment, Anya wondered if she even applied to work at Lobotomy Corporation at all. But she soon shook that thought off. That was not important in the slightest. I took the role of the courier. I was the one who delivered the letters to the people. I evaluated candidates to determine if they may join here or not and bring a miracle to those who are qualified. Anya was not selected because she had excellent skill. She had a common trait that every person we hired had but wasn't aware of. As you know, to become a feather, a part of the wing, one has to be immensely better than ordinary people. How could Anya, who dropped out of high school, had no such special talent, and lived in the back streets, manage to get into our company? Would her family finally be able to pursue happiness? All of this happened 10 years ago. During those 10 years, her sister fell ill and passed away along with her parents. Where is Anya now? With her entire family gone? She's asleep down here. It is wholly under my jurisdiction to handle this, but I'll grant you access just this once. Call her up, please! Invoke her. Now Anya is at work, feeling like she is a brand new employee who just joined the company, completely oblivious to the fact that it has been 10 years since she actually joined us. You could perhaps choose to pay a small cost to augment her virtues, such as fortitude or prudence, if you wish. Now try to erase her, please. See her way. How do you feel? The Anya who was killed by a monster and that Anya whom you just erased are one and the same. They both evanescently lost their lives. It is such a futile action to wake them and erase them to slumber again and again. Both your attachment to the employees and the Sephiroth's care and the devotion poured into them become meaningless here. Everything that moves is alive in this facility is on pause. They await the next morning with their eyes shut tight every night. Those of the layers above did not know that they spent themselves emotionally for the deaths with which they were presented. Bearing obscure resentment in their hearts, they put all the blame on those like you, and they crumbled just like that. I urge you not to worry about me. I will not dare to do such thing. I have always wanted to be an important part of your life. All humans are born with desire. With what is important is how it is controlled. It is not simply a problem of the individual. One's desires greatly affect how they see the world and how they perceive the people in it. To hear and see only that one wants to hear, what is truly needed for humans is to tune the desires between oneself, others, and the world, perhaps. If we can attain that balance, it may be possible for us to give birth to great things. Goal: clear the day with 8 or more employees whose temperance is 100 or higher. Das haben wir auch gar kein Problem. Ab ins Wrecker-Team. Wir haben eine neue Abnormality. Müsste eine benutzbare sein, ne? Aber ich wundere mich, warum wir nur eine haben. Synchronizing. Eine Bullet von Gebura? A managerial bullet that reduces the mobility of abnormalities for a limited time. The movement speed of an abnormality will be reduced by 50% via overloading the Cleaforth control. Oder we can receive support from the rabbits as per our contract with our corporation. They can quickly suppress all hostile entities within a department. Employees' safety is not guaranteed during this process. I mean, das könnte sinnvoll sein. Das Sloan aber auch. Wir nehmen erstmal das Sloan und das andere bewahren wir uns für später auf. Und wir können noch was. Ja, the limit upon prudence oder the limit upon fortitude. Ich glaube, ich nehme erstmal Fortitude, weil ich glaube, wir haben eher ein Problem mit sterbenden Employees als mit, ja, sag ich mal, durchdrehenden Employees. Aber ja, wir haben eine neue Abnormality hier, über die wir noch nichts wissen. Da jetzt aber schon sehr viel Story war, machen wir mal, also wir können ja hier noch ein bisschen was herausfinden, das machen wir aber beim nächsten Mal.
Und hier machen wir erstmal wieder Pause und schauen mal, wie wir mit den Quests das nächste Mal wieder klarkommen. Ja, und eigentlich bräuchten wir wahrscheinlich... Ja, ich weiß nicht, ob wir einen neuen Employee unten brauchen. Wir haben ja 4, aber eine benutzbare. Wir schauen mal. Ja gut. Machen wir hier Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye, bye.